Letzte Vorbereitungen der Mechaniker vor dem Start zum Großen Preis der Schweiz in Bern für Rennwagen der Formel 1. Beiläufig notiert die Kamera zwei Neuigkeiten, den argentinischen Fahrer Fangio und die neue Madame Vira. Beim Start versucht Ascari auf Ferrari vergeblich, die Sperre der Alfa Romeos zu durchbrechen. Fangio hält die Spitze vor Farina, Ascari, Fagioli, Villoresi. Nach drei Runden hat Ascari Schwierigkeiten mit der Ölleitung, er wird in der vierten Runde ausscheiden. Giro Cavantus Talbo kam ins Schleudern und scheidet aus, nach der zehnten Runde führt Farina vor Fangio. Fagioli streift beinahe Brancas quergestellten Wagen. Martin Stalbo wurde aus der Bahn getragen, der Fahrer ist glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Fangio ist ausgeschieden, Farina und Fagioli führen das Rennen an und werden knapp hintereinander durchs Ziel gehen. Farina gewinnt den Großen Preis der Schweiz mit einem Stundenmittel von fast 150 Kilometern.